Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, im letzten Part haben wir einen Bioreaktor gebaut, waren bei den Seeläufern und jetzt gibt es die nächste Nachricht. Die holen wir uns natürlich auch schwuppsdiwupps. Her damit. Sharing subject locations with other agents. Ja, Warper-Kommunikation. Die haben alle anderen, würde ich mal sagen, weggeknuspert. Aber ich hätte jetzt gerne mal die Sunbeam-Geschichte hier. Gib mir die Nachricht, verdammt. Er hat ja gesagt, eine Woche. Gut. Bevor wir jetzt irgendwas machen, machen wir jetzt einmal eine der wichtigsten Geschichten hier. Und zwar, wir befreien den zweiten Cutefish. Release the Kraken. Er hat ja was von einem Kraken. So. Und raus mit dir. Da freut sich einer aber. Du darfst mir auch folgen. Jetzt habe ich doch zwei Knuddelfische, oder? Folgt ihr mir? Oh, ist das cool. Kommt mal beide her. Wo seid ihr denn? Komm, du kriegst auch was. Ich will ja nicht so sein. Auch wenn es gerade leckt wie sonst was. Ich glaube, der andere wollte ihm den Keks wegschnappen. Ah, ist super. Gefällt mir. Jetzt habe ich echt zwei von den Lumpen. Cool. Gehen wir eine Runde um den Block mit ihnen, oder? Put, 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 put. Bisschen Gassi gehen. Das muss ab und an auch sein. Ein bisschen Gassi gehen mit den Knuddelfischen. Und einmal hier unten durch. Denn ich weiß, das gefällt euch. Cool. Habe ich echt zwei von denen. Gefällt mir. So. Okay, folgen. Gut, beide müssten jetzt frei sein. Also, die bleiben hier. Gut, ansonsten ist das Aquarium jetzt ein bisschen eng. Und mit ein bisschen eng meine ich wirklich verdammt eng. Aber hey, das ist nun mal so. Kann ich nicht ändern. Ich hätte gerne einen Daumen oben drauf gepackt. Aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Pech gehabt. Ich würde gerne noch ein paar weitere Eier. Ich würde das mal gerne richtig, richtig voll machen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch. Und zwar... Ach komm, dann nehmen wir gleich die Motte mit. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Holen uns hier noch ein paar Eier. Und machen das mal richtig, richtig voll. Also richtig übervoll. Keine Ahnung, was dann passiert. Habe ich noch nie gemacht. Normalerweise habe ich immer ein bisschen auf artgerechte Haltung geachtet. Aber dieses Mal ist es mir echt Latte. Wir machen das Ding mal voll. Und wenn ich vorhabe, Eier zu sammeln, dann kennen wir das alle. Dann gibt es keine. Das ist der Klassiker halt. Wie sollte es auch anders sein? Jetzt kommt schon wenigstens ein Ei, irgendwas. Wenn ich keine will, dann werde ich damit überhäuft. Wenn ich welche will, dann muss ich mir einen absuchen. Das Spiel hasst mich doch. Oha, wo kommst du denn auf einmal her? Wirklich? Ich sehe jetzt lustigerweise kein einziges Ei. Faszinierend. Okay, machen wir hier nochmal einen kurzen Abstecher. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Moment, ich gehe mal ganz kurz in die Motte. Und dann können wir lesen. Wir sind nicht in unmittelbarer Gefahr. Ja, von wegen. Von wegen.
Ihr seid sowas von in unmittelbarer Gefahr. Ja, ein paar Flares. Kann man machen. Ein bisschen Blei. Kann man auch machen. Und der zweite Eintrag. Und der Passagier hat die Stromleitung erwischt. Und schon waren sie tot. Tja, so kann das gehen. Gut, ein paar Flares. Ich glaube, ich habe noch nie eine Flare... Habe ich schon mal eine Flare gezündet? Hm. Kann ich hier wieder aufheben? Die müsste doch hier irgendwo sein. Ha! Wie lange brennt die wohl? Okay. Hm. Naja. Haben wir ein bisschen mit den Flares rumgespielt. War jetzt nicht meine Absicht, aber hey, kann man mal machen. Gut. Ich wollte Eier haben. Verdammte Axt. Ich nehme auch Eier von hier. Ist kein Problem. Sie war es aber, das machen wir jetzt. Da hole ich mir jetzt tatsächlich die Motte wieder. Ich meine, sie ist ja nur 27 Meter entfernt. Oh ja, 27 Meter. Hat sie gesagt. Aber gut, dann holen wir uns halt da Eier. Ist kein Problem. Da gibt es wirklich immer Eier. Also, wenn wir da jetzt keine finden, dann weiß ich es auch nicht. Dann gebe ich es auf. Und dann wird das Aquarium nicht vollgepackt. Oder ich spawn mir welche über die Kommandokonsole. Kann ich auch mitleben. Okay, hier seh ich schon ein bisschen was. Hier kullert eins. Wobei ich glaube, das sind Bone Shark Eis. Eier, Eis. Bone Shark Eier. Habe ich irgendwas dabei? Ja, Tatsache. Vital signs stabilizing. Komm. Ja, das zweite noch reinklatschen. Hier war doch gerade eins. Hier war eins. Ich hab's doch gerade ganz genau gesehen. Ernsthaft? Hier war doch gerade eins. Das ist... Ach, hier. Das ist hier gerade den Berg runtergekullert. Okay, noch ein paar weitere Eier. Wäre nett. Ein bisschen Platz habe ich noch. Da stopfen wir das Aquarium dieses Mal richtig, richtig schön voll. Eier, 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 Eier. Put, 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 put. So ein Reaper-Ei oder irgendwas wäre auch eine feine Sache. Das würde mir auch gefallen, so ein House-Reaper. Ah, hier kriege ich keinen Sauerstoff, oder? Nee, das wäre irgendwie cool, wenn ich ja auch mit Sauerstoff betankt werden würde. Aber irgendwie... Doch. Dieses hohe Gras ist halt echt unvorteilhaft. Dann tun wir nochmal 4 Stück direkt noch weg, dann kann ich nochmal 4 mitnehmen. Halte ich für eine gute Idee. Ah, dieser 27 Meter Bug. Mann, 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 Mann. Wobei, ich glaube, es sind nicht immer 27 Meter. Ich glaube, wir haben ja auch durchaus Variationen. Ich glaube, 28 Meter habe ich auch schon gesehen. Gut, dann können wir noch ein bisschen. Wisst ihr was? Aber wir holen noch schnell Luft. So viel Zeit muss sein. Zeit, um Luft zu holen, sollte einfach drin sein. Ja, Zyklop-Geschichten. Kein Schwein, haben wir alles. Und sonst? Kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier schon die ganzen Eier weggezuzelt habe. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht und das will ich nicht glauben. Dass ich hier die Fauna quasi schon in der Tasche habe. Da kullert eins. Bleiben noch 3 übrig.
bleiben noch zwei übrig. Ich meine mal, im Zweifelsfall kann ich da noch ein paar kleine Fische reinpacken. So, dass es richtig, richtig schön unangenehm eng da drin wird. So, sorry, musste kurz niesen. Und das will ich euch natürlich nicht in die Aufnahme reinpressen. Zwei kann ich noch, oder eins kann ich noch. Ich habe jetzt gerade nicht ganz drauf geachtet. Jetzt komm schon, gib mir halt nur ein Ei. Ich verlange echt nicht viel. Nur ein Ei. Eines eurer Babys. Opfer das dem Donnergott. Da ist noch eins. Gut. Schwimmen wir die 27 Meter zurück zur Motte. Die längsten 27 Meter der Welt. Und pressen die Eier noch schön ins Aquarium rein. Bin gespannt, ob das irgendwie platzen kann oder irgend sowas. Ja, irgendwie lustig. Die ganzen fiesen Viecher dann bei mir in der Base drin hab. Ja, okay, so lustig wäre es wahrscheinlich doch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das passieren kann. Wobei ich mal einen Bug mit dem Aquarium hatte. Ganz, ganz am Anfang, ich weiß nicht, das war nur in der ersten Season, glaube ich. Sobald ich was in ein Aquarium reingepackt hatte, da konnte man hier die Stinker noch reinpacken. Da gab es von denen auch Eier. Die haben sie ja irgendwann mal, glaube ich, rausgenommen. Ich habe zumindest nie wieder eins gefunden. Und da hat es mir immer die Base kaputt gemacht. Wie gesagt, ich glaube, das war nur in der allerersten Season. Vielleicht auch in der zweiten. Aber ich würde jetzt sagen, so vom Bauchgefühl her, irgendwo zwischen 100 und 200 von der Folge her. Ein bisschen Variation wäre aber auch nicht verkehrt. Nein! Ihr wolltet mir vorher keine Eier geben. Ja, vorbei, komm. Scheiß auf die Batterie. So. Jetzt rudeln die hier schon rum. Und eine neue Nachricht ist da, habe ich gerade gesehen. Die müssen wir uns auf jeden Fall auch holen. Aber als allererstes packen wir erstmal die Eier schön ins Aquarium. Okay, da ist dann auch ein Ei. Okay, dann können wir hier tatsächlich noch bei den Stalkern schnell nach Eiern suchen. Aber erst einmal das, was wir haben, abliefern. Ich meine, es wird ja jetzt schon kuschelig da drin. Es wird noch viel kuscheliger. Versprochen. Ich bin mit euch noch nicht fertig. Dann haben wir hier noch vier Stück drin. Nehmen wir natürlich auch mit. Ich weiß gar nicht, habe ich noch im Schrank welche? Bio. Nee. Früher habe ich ja öfters mal im Schrank irgendwo Eier gehabt. Quasi wie im Kühlschrank halt. Eine 12er Packung Eier. Okay. Jetzt bin ich dann gespannt, wie das ausschaut, wenn die mal alle geschlüpft sind. Also hier hinten war doch noch irgendwo eins. Da ist es doch. Und echt fiesen Performance Drop. Frame Drop. Okay, Zähne, die sind mir jetzt wurscht. Ja, ja, entspann dich. Ich klaue nur eure Eier. Ja gut, dass die da nicht so entspannt sind, das wundert mich jetzt gar nicht. Aber offensichtlich die Dinge immer noch ziemlich Mangelware. Genauso wie die Sandshark-Eier. Die hat man früher auch en masse gefunden, aber jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Nee, nicht mehr so richtig. Wie New Creature Discovered. Von wegen, davon habe ich doch sogar schon welche im Aquarium drin. Jetzt bleib hier. Kommst ins Aquarium rein. Du bist nämlich schön massiv. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass ich hier noch ein paar Eier finde, aber
da könnte eins sein. Das könnte... Bist du eins? Ja, du bist eins, oder? Ja. Naja, wenigstens eins. Wenigstens eines. Wahrscheinlich bin ich auch schon wieder an 15 vorbeigeschwommen. Aber wenn man das entspannt als Beobachter sieht, dann ist das auch echt einfacher, die Dinge zu sehen. Irgendwie, wenn man selber spielt, dann achtet man halt auf 100 Millionen andere Sachen auch gleichzeitig. Es war doch hier irgendwo. So. Na, jetzt haben wir ja doch noch ein paar gekriegt. Und ein bisschen würde ich sogar noch reinkriegen. Aber bevor wir irgendwas machen, holen wir noch schnell Luft. Na, ich bin jetzt echt gespannt, wie es dann im Aquarium ausschaut, wenn das mal voll ist. Das müsste ja dann wirklich aus allen Nähten platzen. Und runter mit uns. Hier oben gibt es keine, glaube ich. Von den Riffrücken gab es hier auch mal Eier. Und ich glaube, über die Kommandokonsole kann man sie sich auch noch holen. Aber wirklich implementiert im Spiel habe ich sie auch nie gesehen. Wir haben sie uns einmal hergecheatet. Aber das war einmal und wie gesagt, im Spiel selber nie, wirklich nie entdeckt. Ich glaube auch, dass sie nie drinnen waren. Okay, hier bekämpft sich Spuckpflanze mit Sandshark. Sollen sie machen, dann lassen sie mich in Ruhe. Ah, jetzt ist unser Eiersuchglück schon wieder quasi vorbei. Ah, da sehe ich eins, da sehe ich eins, da sehe ich eins. Nehme ich mit. Oha! Da habe ich wohl Mama und Papa ziemlich verärgert. Tja, kann passieren. Dann cruisen wir mal hier lang. Naja, sind ja nicht weit von daheim entfernt. 27 Meter. Der Joke wird einfach nicht langweilig. Ja, aber ich sehe gerade nichts. Man kann überhaupt noch... Eins würde auf jeden Fall noch gehen. Eins würde tatsächlich noch gehen. Also wenn ihr jetzt noch eins mitnehmen könnte, wäre tatsächlich Premium. Aber ich sehe gerade keins. Ich meine, ich habe jetzt einen guten Schwung, so ist es nicht, aber eins wäre echt noch schön. Auch wenn ich die Viecher hasse. Da ist aber eins. So, und jetzt müsste ich da noch zwei Slots haben. Jetzt nehmen wir noch zwei Spatenfische mit. Spaten. Du bist aber ein flinker Hund. Leck mich am Arsch. So. Aber jetzt sollte es doch dann passen, oder? Sollte ich doch rein hypothetisch genug Stuff haben und genug Eier haben, um das Ding jetzt mal hier richtig schön voll zu kriegen. Und wenn nicht, wie gesagt, sammeln wir noch ein paar kleine Fische. Und noch eine weitere Nachricht gab es gerade zu holen. Die will ich natürlich auch noch holen. Vielleicht wird endlich der Trigger gestartet für die Sunbeam. So. Ja, ich glaube, es wird kuschelig da drin. Ich glaube, es wird dann wirklich kuschelig da drin. Da ist doch einiges jetzt an Eiern drin. So, jetzt haben wir noch schnell die Nachricht. Wie gesagt, vielleicht wird der Timer endlich gestartet. Das wäre nämlich ziemlich, ziemlich geil. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of... I didn't know.
We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? We're a six-seater, and we aren't even slightly equipped to handle this. Our pilot last attempt at a planet landing in the Academy simulator. Oh, it's a bad situation, but so are all the alternatives. Also wie gesagt, ich glaube, die Sunbeam können wir jetzt nicht retten. Ich denke, das wird wirklich erst zum Final Release. Da gibt es, glaube ich... Also, sie kann uns nicht retten, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, wird sie uns auf keinen Fall retten können. Aber wenn wir die Kanone ausschalten, bevor sie bei uns ist, so habe ich das jetzt irgendwo mal gelesen, dann kommt ein alternatives Kommuniqué von ihnen rein, von wegen, wir können bei ihnen nicht landen, bla bla bla, wir schicken aber Hilfe. Irgend sowas in der Art. Aber meine Freunde, spielt jetzt auch keine Rolle, denn wir sind schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen, vielen Dank fürs Zugucken, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!